Weiter geht's bei Descent und ja, ich habe das Secret Level ausfindig gemacht. Das befindet sich nämlich genau hier, wo ich den Marker gesetzt habe. Man sieht es doch recht weit oben. Und da gehen wir jetzt rein. Finde ich jetzt hier direkt. Jawohl. So sieht das nämlich aus. Hätte auch gut in die Lava-Decke gepasst, aber das hier ist natürlich noch unscheinbarer. Und jetzt sind wir mal gespannt, was das Secret Level zu bieten hat. Secret Teleporter found. Proceed to Secret Level. Das erste von keine Ahnung wie vielen. Kann man hier speichern? Also, es ist wieder so eins. Oder waren die alle so? Ich mag das jedenfalls nicht, wenn man nicht speichern kann. Ich habe da total Angst. Ich bin ja eh einer, der alle paar Millimeter speichert normalerweise. Und jetzt kann ich einfach nicht speichern. Can't save in Secret Level. Apropos can't oder can't. Also ich habe in der Schule gelernt can't, aber ich höre auch ständig can't. Can und can't. So habe ich es gelernt. Aber das ist vielleicht ein Unterschied zwischen British und American English. Ich habe das Britische gelernt. Sollte ich Gauss einsetzen? Es ist so schön, mal die Gauss zu haben. Deswegen werde ich die jetzt einfach ein bisschen nutzen. Hier gibt es schöne Dinge. Hier wird es wahrscheinlich wieder einen Reaktor geben. Oh, ist das klein. Okay, das wird richtig schnell vorbei sein, schätze ich mal. Fort Pier Security Training Post. Okay, es ist nur so eine Trainingsarena. Okay, das könnte auch was Gefährliches bedeuten. Im Prinzip kann ich ja einfach hier auch das Level wieder verlassen. So war das auch immer. Jawohl. Aber ich bleibe erstmal ein bisschen drin. Stimmt, ich kann raus. So war das. Der Fortschritt bleibt erhalten. Aber ich kann jetzt nochmal neu speichern. Das ist zwar umständlich. Aber scheint mir doch ganz sinnvoll zu sein. Der ist jetzt weiterhin weg. Super. Kann ich mir merken. Und auf jeden Fall gab es da ein Energy Center. Aber ich nutze gerade echt gerne lieber die Gauss. Ich habe noch 25.000 Munition. Ich glaube 40.000 kann man tragen. Na gut, ich würde sagen, solange keine kleinen Gegner da sind, gehe ich mal auf Laser. Gab es auf der anderen Seite auch eine Energie? Nee. Es wäre so schön symmetrisch mal wieder. Das machen die ja gerne. Das sind keine schweren Gegner. Vor denen habe ich jetzt nicht so die große Angst. Vor allem, wenn man die von extrem großer Entfernung schon ausschalten kann. Oh, ein Schalter. Und Proximity Bombs. Bis hierhin gefällt mir das Level. Aber jetzt, was passiert jetzt? Ist gleich bricht die Welt zusammen wahrscheinlich. Wall opened. Ist das jetzt wieder zeitlich begrenzt? Da nein. Da sehe ich jetzt auch nichts. Welche Walls? Aha, das war eben noch nicht da. Jetzt, okay. Die gehen erst weg, wenn ich ran... Hä, was ist denn das für komische Walls? Optische Täuschung. Illusion. Na gut. Nehmen wir so hin. Ist da hier ein Reaktor drin? Ah, das sind Gegner. Die sind gut getarnt in der Lava. Auf jeden Fall mit dem Lava-Hintergrund. Die kommen da gar nicht durch. Das hat schon so ein bisschen das Feeling von Quake. Wenn ich mich da noch richtig dran erinnere. So, wie so Todesboten waren die gerade. Ich glaube, diese Farbe hatten sie noch nicht, oder? Ist da noch einer? Ich kann keinen erkennen. Aber sieht aus wie so ein roter Sturm. Da ist noch irgendwas, oder? Aber ich weiß nicht, ob das ein Gegner ist. Vielleicht ist er hinter der Lava. Naja, wir gucken uns erstmal ganz unverrichteter Dinge. Hier oben. Oh, Kacke. Ich mag das nicht. You cannot open this door. Die verheißen nichts Gutes. Noch ein Schalter. Ah, dann gehen die da wohl auf gleich. Ich gucke mich aber erst nochmal hier sorgfältig um. Aber die Türen sind alle zu. Ich befürchte, da kommen gleich Unmengen Gegner raus. Ja gut, dann speichere ich nochmal kurz. Okay. Ich weiß nicht, ob das einkalkuliert war, aber dann hätten sie eigentlich auch direkt... direkt die Speicherung im Level erlauben können. Das ist ja nur unnötig umständlich so.
Vielleicht um einen zu zeigen, oh, du bist total der Hasenfuß. Und ich höre immer irgendwie so ein Geräusch, als würde ein Spawner losgehen. Aber ich glaube, das ist nur, wenn man das Level betritt, so Standardgeräusch. Wer weiß. Ich höre doch was. Ist da einer? Unsichtbar? Hatten wir bisher schon unsichtbare Gegner? Ich glaube nicht. Nee, das ist nur Grafik. Jetzt kann ich da natürlich nicht speichern und gucken, ob man durchfliegen kann. Gut, ich glaube, es gibt hier nichts weiter zu tun. Das ist ein witziges Level bis hierhin. Und es flackert natürlich auch wie alle anderen. Wie verrückt. Wir betätigen mal den Schalter und bereiten uns davor, schnell zu fliehen. Ich wusste es. Es war so klar. Wer bleibt da bitte schon drin? Was ist das für ein schnelles Vieh? Da ist ein ganz schnelles Viehzeug am rumfliegen. Man hat es genau gesehen. Oh nein, der legt Bomben. Ein Bombenleger ist das. Einer? Sonst nichts? Was ist das Ziel dieses Levels? Würde ich gerne mal wissen. Toll, hat sich das gelohnt jetzt? Not really. Welche Tür ist aufgegangen? Kann ich da jetzt durchfliegen? Oh! Ah, da ist in jeder Tür ein Schalter. Dann geht die nächste auf. So wird das sein. Und immer ist so ein Typ drin, den ich nicht erwische. Der sich irgendwo absetzt und ich habe keine Ahnung wo. Der fliegt in die Lava und bringt sich selbst vielleicht um. So, du bist direkt mal tot. Walls opened. Meinen die Walls oder Door? Ich glaube einfach, die nächste Door ist jetzt offen. Der ist noch drin. Jetzt ist er draußen. Gib mir das Shield. Wo ist es hingeflogen? Ich habe definitiv ein Shield gesehen gerade. Da ist es. Ich wollte mich doch jetzt nicht hier an der Nase herumführen lassen. Dafür ist die nicht geeignet. Okay, was ist das? Oh. Ihh. Was geht denn mit denen ab? Habe ich da Türen vergessen? Oder ist das was anderes? Scheinbar sind sie erledigt. Komme ich da noch irgendwie anders hin? Hey, was ist hier jetzt los? Ist da noch jemand? Auf jeden Fall ist da nochmal ein Schalter. Schon ein kleines Rätsel-Level hier. Guck mal da. Ich habe noch so die Befürchtung, dass ich einmal aus der Tür hier ganz sorglos rauskomme und plötzlich ist hier alles voller Gegner. Ich höre doch wieder was schießen. Hä? Wer? 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 Und überhaupt, wer? Wer und wer? Aha, du. Ausgewischen? Fast. Ich wollte mich gerade noch selber loben, aber das sollte man nie. So, jetzt weiß ich gar nicht, in welchem ich schon drin war, aber eigentlich sollte die Karte mir das doch sagen. Ne? Gucken wir hier nochmal rein. Da war ich. Und hier. Da war ich. Und hier ist der Anfang. Dann war ich auch jetzt in allen drin. Was hat dieses Level noch zu bieten? Ah, das hier. Und das da drüben. Aber kein Reaktor oder sowas? Nichts? Gab's das überhaupt in Secret Leveln? Wäre irgendwie ein bisschen wenig. Jetzt auf der Vollständigkeit halber wollte ich es natürlich machen, aber wenn das jetzt alles war, ist das fast schon enttäuschend. Und warum ist dieser Gang hier da, wenn man da gar nicht hinkommt? Vielleicht einfach, um eine kleine Begrenzung noch zum nächsten Raum künstlich zu erzeugen. Da gibt es halt auch keine Tür. Dann haben wir noch hier eine Homing. Kann ich nicht tragen. Ich setze zu wenig Homings ein. Ich sehe schon. Die sind so hilfreich. Ja, das ist einfach nur so wieder ein bisschen zum Aufrüsten offensichtlich. Ja, damit. 200 Shield. Wow. Habe ich jetzt einen Converter mal langsam? Wahrscheinlich würde er jetzt eh nicht funktionieren, weil man nur Shield immer aufladen kann, ne? Gut, es sieht so aus, als wäre ich schon durch, aber da ist noch eine rote Tür oder sowas, so ein roter Durchgang. Kurz mal speichern. Bis hierhin ist ja alles okay.
Hab mich jetzt nicht zu dumm angestellt. Erstmal gucke ich hier in dem roten Durchgang. Das sieht doch schon... Da wird ein Reaktor sein. Sekunde, dann will ich das andere zuerst versuchen. Was passiert, wenn ich in die Lava fliege? Da muss es doch irgendwie weitergehen, oder? War doch klar, es war so klar. Es musste einfach so sein. Da sind doch die ganze Zeit Gegner rumgeflogen. Scharf kombiniert. Kein Gegner gerade zu sehen. Aber noch mehr solche Gegner, 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 Gegner. Der viel aushält. Oh, Unsichtbarkeit. Lebt er noch? Unverwundbarkeit. Ich will speichern, ich kann nicht speichern. So, wozu sollte ich das? Könnte ich jetzt für den Reaktor im eigentlichen Level noch einsetzen? Oh, hallo. Wir tauschen mal die Position. Und wo bist du jetzt? Gut, ich nehme das Zeug jetzt einfach mal. Scheiß drauf. Dann kann ich jetzt durchrushen. Nehmen wir das mit. Und das mit. Und das mit. Und das mit. Und dann haben wir hier noch irgendwas. Was bringt mir das jetzt? Wie lange bin ich noch unverwundbar? Bin ich überhaupt für unverwundbar oder habe ich mich gerade... Ich habe nur noch 51 Shield? Oh, ich habe wohl nur cloaked irgendwie. Oh. Oder habe ich es verpasst, dass es aufgehört hat? Okay, 51 Shield will ich gerade nicht. Kacke. Kacke. Das hätte besser laufen können. Habe ich nicht so klug gemacht? Ja, ja. Aber ist ja jetzt auch egal. Komm, wir brauchen jetzt mal ein bisschen Gauss. Das kriege ich den nie. Den möchte ich aber kriegen. Tot. Oben schießt auch noch jemand. Was ist jetzt mit aus dem Level geworden? Das wird ja immer größer. Ich dachte, das wäre so schön klein. Pustekuchen. Ist das ein Converter? Headlight. Ach, dann wird es immerhin ein bisschen heller. Habe ich ganz vergessen, dass es das gibt. Ih, was schießt ihr denn da? Phoenix. Das ist hier gar nicht angenehm. Energiecenter? Wer war das jetzt? Zum Glück habe ich gespeichert. Gut, das Level wird noch ein bisschen größer als gedacht. Ich dachte, ich wäre da jetzt in 10 Minuten durch. Dann gucke ich jetzt doch erstmal, was bei dem roten Durchgang ist. Habe ich das gerade auch schon mitbekommen. Aber nicht drauf geachtet, eventuell. Aha, da geht's schon durch. Ach, das ist... Doch, es ist der Reaktor. Ja. Seit wann ist die Tür offen? Wahrscheinlich durch irgendeinen Schalter, den ich hier gedrückt habe. Dann will ich trotzdem das restliche Level natürlich noch ein bisschen erkunden. Das wäre sonst Verschwendung, denke ich mal. Hier gibt's ja noch ordentlich was. Ich habe kein bisschen Shield verloren. Höchstens ein halber Punkt. Ein halber ist keiner. Gut, erstmal die eine Seite. Ich kann keine Tür blockieren. Ich kann sie nur für immer aufmachen. Es müsste auch mal eine Möglichkeit geben, sie zu blockieren. Gut, soll ich mich hier unsichtbar machen? Wir gucken mal, ob das so geht. Ich glaube, ich brauche hier Gauss für die kleinen Viecher schon. Ganz genau. Wo willst du hin? Verschwend nicht meine Munition, Junge. Noch einer, aber der ist ein bisschen größer. Ich glaube, ich kann nur mich selbst beschädigen. Und nicht der Gegner, weil ich gegen naheliegende Wände schieße. Das ist ungesund. Ja, mal noch einen gesehen. Diesmal habe ich mich jedenfalls nicht selbst getroffen. Wir gehen erstmal außen rum, würde ich sagen. Das ist doch unver... Nee, das ist ein Leben einfach nur. Das war's. Ich sollte auch lesen, was da steht. Ich dachte, das wäre unverwundbar. Oh, der ist gut getan. Boah, ist der gut getan. Gab's den jemals schon mal in der Farbe? Cannot remember me. Ohne Fusion. Die ist hier aber ja nicht so toll, ne? Nur mega. Nur smart. Nee, nur guided. Die Smarts waren ein bisschen dicker. Das sind diese kleinen, deswegen sind die so gut getan. Das sind doch eigentlich Bombenleger, aber der hat irgendwie noch was anderes drauf gehabt. Mit der Gauss halten die jedenfalls nicht viel, nicht lange durch. Erfreulicherweise. Da kann man sich nochmal schön aufladen. Ich könnte das Level schon beenden. Oh, ich sehe den nicht.
Ich sehe euch nicht. Hört doch auf mit dem Mist. 31 Shield nur noch. Ist mir jetzt egal. Ich will das Level schaffen. Ich kann ja nicht speichern. Ich kann nicht alle 2 Schritte wieder rausfliegen. Haben sie schon gut getimed. Gut designed. Kenne ich das schon? Das ist ein anderes. Okay, anderes Energiecenter. Hier geht's einfach nicht durch. Ich glaube, da hatte ich eine Rakete vergessen, aber war nur überflüssig. Hier geht's noch weiter. Will ich da hin? Ich gehe erstmal zum Energiecenter, würde ich sagen. Wobei ich die ganze Zeit keine Energie einsetze. Ich höre aber wieder so ein Leger. Der legt mir hier doch wieder Eier in den Weg. Das ist Unverwundbarkeit. So sieht die aus. Kriege ich den? Ich glaube nicht. Von der anderen Seite? Auch nicht. Da würde ich aber schon gern rein. Ich sehe jetzt im Moment noch keinen Schalter. Nur, dass der mir alles voller Bomben legt. Ich glaube, der bringt sich dadurch nur noch selber um. Moment, wo war das Laser? Da. Da geht's nicht durch. Da auch nicht. Das wäre mal was Neues. Oh, da ist es. Oh, die... Kacke! Kann ich jetzt nicht einfach reinfliegen und mir das Zeug wiederholen? Dann habe ich zwar ein Leben verloren, aber das macht ja nichts. Die Leben sind ja total irrelevant. Das wäre nämlich voll dumm. Auf welcher Seite war das? Huch, ich habe mich verflogen. Hier gibt es so viele Türen. Ich habe noch gar nicht alle aufgemacht. Das müsste dann das hier gewesen sein. Hier müsste alles leer sein. Ja. Wo hatte ich hier eine Rakete vergessen? Da war da noch... Da! Also, jetzt haben wir alles. Gut. Laser 1. Hoffentlich liegt mein ganzes Zeug noch da. Ist mir sonst zu dumm, jetzt immer wieder neu zu machen. So ist das ja auch nicht gedacht, schätze ich mal. Gut, jetzt muss ich das aber mal überleben. Einfach nicht draufschießen vielleicht. Die Bomben sind alle weg übrigens. Ja, damit. Miam, miam, miam. Hoffentlich ist das alles auch vollständig. Ich denke aber schon. Geil. Ah, da gibt es doch einen Ausgang. Aber den Reaktor will ich schon noch killen. Und da ist noch ein Schalter. Hoffentlich macht der jetzt nicht irgendwie einen Timer. Doors unlocked. Nicht die hier. Welche dann? Wie komme ich denn daran? Okay, da gibt es doch irgendwie... Das ist doch ein recht großer Raum. Da kommt man irgendwie hin. Es gibt ja... Ich habe ja noch lange nicht alles abgesucht. Zum Beispiel auf dieser Seite. Moment, da geht's noch raus. Nur oder... Da oben geht's auch noch weiter. Genau nehmt. Uhuhu, gefunden. Nee, gar nicht wahr. Zu früh gefreut. Bin nur wieder hier. Hä? Wieso sieht das so aus, als... Nee, das geht einfach nur raus. Toll, da hätte ich speichern können. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Vielleicht speichere ich jetzt einfach nochmal. An der Stelle. Wieso habe ich eigentlich 4? Das ist Secret. Machen wir es mal so. Puh, ist ja egal. Es gehört ja zu 4. Im Prinzip. Moment, wieso starte ich jetzt wieder hier? Oh, ich dachte, ich starte das oben. Das ist halt voll dumm, dass man da immer wieder hinfliegen muss. Hier gab es aber außen nichts weiter. Denke ich mal. Und ich habe alles übrigens wieder. Gauss 23. Quad Laser 6. Scheint mir doch alles zu stimmen. Komm, geh auf, du Gitter. Zartbitter. Habe ich letztens wieder gegessen, Schokolade. Ein Stück Zartbitter. Ich weiß nicht, wie das schmecken soll. Was haben die Leute damit? Das schmeckt doch gar nicht. Ist die Tür wirklich eingezeichnet? Das sind nur 2 Linien. Was haben wir hier?
Kein... Oh, doch ein Gegner. Und ich kann kaum fliehen. Noch einer. Immerhin habe ich hier die Phönix bekommen. Und noch Schalter. Irgendein Schalter macht dann die große Tür auf am Ende, die wir schon gesehen haben. Noch mehr Schalter. Noch ein Schalter. Noch mehr, noch viel mehr. Ich bin voller Schalter. Im Schalterparadies bin ich. Was soll ich damit? Noch ein Schalter. Mache ich den zuerst. Und dann bringt mir das nichts. Kann auch ein Schalter böse sein. Also so richtig. Richtig böse. Arg! Das war knapp. Das hätte mich beinahe gegrillt. Ja, ich verstehe. Ah! So meinen die das, aber... Warum sollte ich das überhaupt anmachen? Kacke. Force Field activated. Das war nicht klug, ne? Ich hätte mal besser keinen angerührt. Ich wollte da noch durch. Geht das auch irgendwann mal aus wieder? Man kann es hier also so verbocken, offenbar. Man darf einfach keinen aktivieren an der Seite, offenbar. Gut, ich muss mal kurz neu laden. Das geht von hier aus nicht. Das ist das Dumme. Gut, da gab es einen Ausgang hier hinten. Yay. Ja, wo war der denn? Moment, geht's hier auch noch hoch? Ah ja, da ist es. Sehr schön. Kurz mal neu laden. Nochmal hinein. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in einem neuen Video. So lange wird es wohl noch dauern. Also bis zum nächsten Mal.